Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Feuerwehrrecht. Mein Name ist Markus Kort, ich bin Rechtsanwalt und Feuerwehrmann und in diesem Video geht es um die Frage, muss euch die Gemeinde einen LKW-Führerschein bezahlen und müsst ihr die Kosten übernehmen, wenn ihr innerhalb einer gewissen Zeit aus der Feuerwehr austretet? Bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr den Unterschied zwischen Fahrerlaubnis und Führerschein noch nicht kennt, dann schaut euch am besten das hier verlinkte Video nochmal einmal an. Dort ist alles genau erklärt. In vielen Gemeinden ist es üblich, dass die Gemeinde nur einen Teil der Fahrschulkosten und auch der sonstigen Kosten, wie zum Beispiel der Prüfungsgebühren, übernimmt. Das ist aus meiner Sicht unzulässig, wenn ihr bei euch in der Feuerwehr ein Fahrzeug habt, was die Fahrerlaubnis C oder CE erfordert und noch nicht genügend ausgebildete Maschinisten mit entsprechender Fahrerlaubnis schon vorhanden sind. Häufig findet man in den Feuerwehren auch Rückzahlungsverpflichtungen. Also sprich, jemand hat die Kosten von der Gemeinde zum Teil oder ganz erstattet bekommen für den Erwerb der Fahrerlaubnis CCE und ist innerhalb von, sagen wir mal, 10 Jahren aus der Feuerwehr ausgetreten und dann muss er entweder anteilig oder vollständig die Kosten, die die Gemeinde getragen hat, zurückerstatten. Diesbezüglich gibt es ein Urteil vom Verwaltungsgericht Bayreuth aus dem Jahr 2013, was selbst 10 Jahre als unproblematisch möglich anerkannt hat. Dieses Urteil ist zum Glück in der Berufungsinstanz vom Verwaltungsgerichtshof München wieder aufgehoben worden. Und zwar hat das Gericht da wirklich schön begründet, warum das auch so ist. Das Gericht sagt zum einen, wir als freiwillige Feuerwehrleute, wir haben keinen Anspruch auf Lohn, auf Gehalt oder auf irgendeine Art von Entgelt für unseren Feuerwehrdienst. Dagegen steht aber der Auslagenerstattungsanspruch, den wir haben. Also wann immer wir Auslagen für die Feuerwehr haben, dann kriegen wir diese Auslagen auch von der Gemeinde erstattet. Dann hat das Gericht ausgeführt, naja, die Gemeinden haben ja die Pflichtaufgabe, den Brandschutz sicherzustellen. Und zu dieser Pflichtaufgabe gehört natürlich auch sicherzustellen, dass genügend ausgebildete Maschinisten da sind, die auch das Feuerwehrfahrzeug fahren dürfen. Und wenn das nicht so ist, dann gehört halt auch zu diesen Auslagen, die die Gemeinde treffen muss für die Feuerwehrleute dazu, die Feuerwehrleute in angemessenem Umfang auszubilden und zur Fahrschule zu schicken und die Kosten dafür zu übernehmen. Und dann ergibt sich so ein Gesamtzusammenhang, wie das Gericht sagt. Und aus dem Gesamtzusammenhang ergebe sich, dass die Gemeinde nicht dazu berechtigt ist, jetzt mit einer Rückzahlungsvereinbarung in irgendeiner Form nach Austritt aus der Feuerwehr die Kosten zurückzuverlangen. Das Gericht hat sogar noch so einen kleinen Seitenhieb mitgegeben und hat sogar ganz deutlich gesagt, nur weil es jetzt in dem Fall in Bayern allgemein üblich sei, dass solche Rückzahlungsklauseln in den Gemeinden geschlossen werden mit den ehrenamtlichen Feuerwehrmitgliedern oder dass sogar nur Zuschüsse gewährt werden und diese Zuschüsse sogar noch zurückgezahlt werden, wenn man innerhalb einer gewissen Zeit aus der Feuerwehr wieder austritt nach Erwerb der Fahrerlaubnis. Das ändere nichts daran, dass es unwirksam sei.